habe nicht nur Bargeld abgehoben von meinem Michael Ballweg-Konto für Querdenken, sondern auch von meinem Privatkonto und auch von meinen Firmenkonten. Obwohl ich genügend Bargeld hatte aus drei Quellen, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, gewisse Einzahlungen müssen aus dem Querdenken-Bereich stammen. Mhm. Ist ja auch eingestellt worden inzwischen. Also alles, was mir am Anfang vorgeworfen wurde, warum die Ermittlungen eingeleitet wurden, das ist eingestellt. Und soweit ich das weiß, hat die Staatsanwaltschaft ja auch einzelne Spender angeschrieben, ob sie dich anschwärzen irgendwie oder ob man da belastendes Material sammeln kann. Ja, aber nachdem du saßest und so weiter, ich meine, das muss ja einmal ein Anfangsverdacht sein. Also es wurden alle Spender angeschrieben oder alle Schenker, muss ich richtig sagen, die mehr als 100 Euro geschenkt hatten. Alle Schenker. Und dort wurde eben in einem, sagen wir mal, sehr beeinflussenden Fragebogen, vielleicht hat der eine oder andere gekriegt, versucht eben auf so einen Neidfaktor zu gehen, wo man natürlich dann mir Dinge unterstellt hat oder als Tatsachen präsentiert hat, die gar keine Tatsachen sind.